Dann würde ich mal sagen, fangen wir gleich mal an mit dem ersten Schnitt. Geben wir es mal rüber. Meine Damen und Herren, habe die Ehre und grüßt euch zu einer weiteren Folge da. Ja, wie wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, geht es heute ans Wein, das sieht man auch schon. Ich bin jetzt sogar mit dem 365er wieder auf dem Weg zu unserem Hof. Man sieht da, wir haben vorne ein Pöttinger Mähwerk drauf. Hint leider nichts. Ja, wir haben ja gesagt, dass wir uns ein Mähwerk wahrscheinlich ausleihen werden, weil, ja, da habe ich auch schon hingekriegt vorhin, ein 2er Königsziege mit unserem Deiz-Mähwerk, unserem HM24, aber leider, oder was heißt leider, die Flächen sind halt auch teilweise ein wenig größer und da sind wir halt dann schon ziemlich lang dabei. Deswegen schauen wir da dann mal zur zweiten Mal, ich und der Andy. Der wird jetzt auch gleich vorbeikommen. Man sieht, wir haben so ziemlich früh, wir haben es jetzt grad kurz vor 6 in der Früh. Ah ja, frühe Vogel fängt der Wurm oder irgendwie was oder so. Ja, auf jeden Fall hab ich mir jetzt schon mal das Mähwerk geholt. Und dann können wir dann demnächst auch gleich durchstarten. Ich schaue jetzt das nochmal an, ob alles passt. Und dann können wir auf jeden Fall loslegen. Wir ist wie gesagt Pöttinger Cut 310. Wir haben 3,10 Meter Arbeitsbreiten. Das ist dann schon ganz gut, was durch das, dass unser Deiz jetzt nicht so breit ist, rendiert sich das jetzt eigentlich nicht wirklich, das wieder noch zu machen, wie gesagt, wo Zentimeter, wo es dann mehrere dazu sind. Ja, rendiert sich nicht eher so, da sind wir besser unterwegs, wenn man noch mit dem 2er Königssiegel gleichzeitig mitfährt, haben wir mehr Schlagkraft als wir so. Und dann schauen wir da, dass wir da irgendwas reisen. So viel Flächen sind es natürlich auch nicht, aber ein bisschen was ist dann doch. Und da schauen wir das, dass wir das schnell rumbringen. Ja, wir haben schönstes Wetter, wir haben Moor, wenn man sieht. Den ersten Schnitt eigentlich ideal. Haben wir jetzt um die 23 Grad aktuell. Also noch jetzt noch nicht, aber wenn es dann unterwegs wäre, 23 Grad mit der Sonne, wird es mindestens 25 Grad haben. Also ist ein richtig schönes Moorwetter, kann man auf jeden Fall schon mal so sagen. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn der Andy mit dabei ist. Ja, wenn das ein Früh jetzt nochmal den Königstiger drauf. Und dann machen wir das so. Also. So, wenn man sieht, jetzt ist der Andy auch da. Wir haben alles schon mal so mal hingekriegt. Und dann, würde ich mal sagen, fangen wir gleich mal an mit dem ersten Schnitt. Genau. Der Andy fährt jetzt erstmal mit dem 365er, ich fahre mit dem 2er Königstiger. Und dann schauen wir mal, dass wir da irgendwas reisen heute. Schmeißen wir den Karo. Ja, mit uns, wir haben das Deizfahren KM24 drauf. Und Deiz ist wie gesagt das Pöttinger drauf. Wie gesagt, wie gesund die drauf liegt. Und dann schauen wir mal, dass wir da mal was zusammenbringen. Ja. Dann fange ich hinterm Hof an, oder? Ja, genau. Was ich fahre jetzt. Ja, ich fahre gleich schon mal auf unsere andere Hofseite um. So. Und mach die Flächen da hinterm, wo wir mich schon aufgefahren haben. Da ist er eben zum Ausklappen Schiene. So, schieben wir es mal rüber. So, Hagel noch nicht, Splint nicht. Zack. Das ist eigentlich 1 zu 1 gleich wie mein Pöttinger in echt. Oder mein altes Pöttinger zwischen der Feller worden. Stimmt, das alte war ja kaputt. Oh, Lagerschaden und es war eh schon, das haben wir ja.
damals schon Gebrauch gekauft gehabt, beziehungsweise mein Opa schon Gebrauch gekauft gehabt, und das hat er damals schon schon Ja. gehabt. Ein Baumstumpf oder was nicht gemeint, der hat gewackelt wie Sau. Das Heller läuft jetzt schön Aubi. ruhig. Bloß im Mosting gelaufen, alles gut. So, dann bringen wir mal das Teil auf Drehzahl. Ah, ja, den geht lang schon wieder her. Schön, schön, schön. So, nochmal. Nochmal. Oh, ein und drei. Läuft. Ist gut. Jo, lauf gut. Einmal frei. Machen wir da jetzt Hai oder wie? Ja, hätte ich schon gesagt. Ein Teil vielleicht als Jo. Silo-iPhone und den Rest Hai. So, von ist gleich absichtlich außenrum, in den Mehlwagen drinnen. Weil da haben wir außenrum ein wenig einen Rand. Wir machen nicht zu weit hinaus. Dann haben wir beim Wenden jetzt das Problem, dass alles im Busch und den hängt. Na passt es. Ja, dann passt es. Gut. Oh. Jetzt sind wir einmal außen rum. Und wie läuft's mit dem Pöllinge? Jo, läuft gut. Einmal frei. Ja, und da jetzt läuft so gut Fisch. Geschliffene Mäse. Schießen wir schon entlang. Jo, es geht gut.
Der Hof ist schon fast fertig. Ist gut. Ich bin nicht so groß, tritt immer außen rum. Passt. Wo bist denn du beim Mann? Direkt gegenüber von uns, also über der Straße dahin. Ah, ich sehe. Der Hofer wächst also. Ja, oh, ist gut. War das schlecht, wenn nicht? Jo, war schlecht. Aber er hat alles, was er braucht. Dünntummern. Das wird jetzt ja eigentlich nichts fein. Ich zügle noch auf die nächste, oder? Auf die... nebenbei. Ja. Genau.
Wo ist die Wiesen da? 25. Ja. Boah, ist schon da Macht mit dem fast Mist sofort. rein. Aber es geht ja doch relativ schnell voran. Ja. Jo, 20 km/h, da geht schon was. Weiß ich nix. Das Padding ist auch schon scheinbar, glaube ich, ja. Nase Trommel. Und noch Trommeln. Vier Trommel. Also, haben wir dort erst. Ziemlich das gleiche haben wir ja gerade in drei Trommel. Also, dann muss wohl stimmen. Das ist sehr praktisch, noch einmal einen, wo sie mit Deutsch gut auskennt und einen, wo sie mit Würdiger gut auskennt. Einmal frei. Ja, genau. Ist gut. Ella brauche ich sie auch schon eingesendet, den Mod hab. Jo. Mal bloß noch warten, damit's Hoffen, dass kommt. durchkrempeln. Oh. Das hat dann die erste wirklich gute Map, neue. Ja. Longhost dauert. So ist es. Aber guten Sachen brauchen jetzt seine Zeit. Jo. Grüß.
Haben wir den Teil da hier schon? Ich war zum dritten Mal aus Dummerzer. Ah, gut. Weiß ich gleich noch. Ein wenig dunkler da. Wozu nicht noch kommt? Oh, stell noch ein Sträubler. Wollen wir drüber fahren? Was? Der Sträubler groß ist noch gestanden. Also. Kommen wir dann auch noch eine oder was ist dann? Für die Großen, hier war es der eine kleine haben wir dann noch. Da fahre ich jetzt dann gleich auf. Und dann müsste es glaube ich schon wieder gewesen sein. Kannst aber weniger oft noch helfen. Oh, denken wir dann, wenn ich mit daran fertig bin, mal mit bin ich bei dir dann auch gleich. Weil die andere ist auch nicht so groß. Jo. Ich sollte normalerweise auch schnell gehen. Da wird es ein paar Highboy noch geben. Hm? Da wird es ein paar Highboy noch geben. Abo. Ja, auf jeden Fall. Erster Schnitt, steht schon ein bisschen was drauf. Jo, das ist. Da steht echt viel drauf.
Kommt gut was bei rum. Opel steht noch so. Na, warum ist das auch? Auf Fitzler steht noch so. So, haben wir es auch schon. So, mal schnell danach und dann können wir zusammenklappen. Machen wir Zapfen aus. Das nochmal auslaufen. Oh, Tanker bin ich noch. Habe ich fast glatt übersehen. Lass mir das nicht wieder auslaufen. So, dann klappt man wieder ein. Zack, einmal frei. Dann fahren wir mal einen Hof runter und dann tanken wir mal schnell. Und mit dem restlichen Tröpfler, was wir jetzt so drin haben, können wir jetzt nicht mehr allzu weit. Dann können wir noch einen Hoftankstelle. Dann tanken wir mal wieder voll. Dann muss ich noch irgendwas wegräumen, wenn wir noch kommen. Ja, dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir auftankt haben. So, dann haben wir wieder voll tankt. Machen wir den Raum wieder zu. Nehmen wir unseren Schutzfahren wieder rein. Einmal frei. Ja, gut Laufwasser.
Nicht einmal mehr ganz knapper Zentimeter war noch dünn. Also, so nicht verkehrt. So, schmeißen wir den Kran wieder hoch. Da habe ich jetzt, wie gesagt, einen schnellen Königssieger vorgefahren. Hänger weggeschoben, vorne auch gehängt. Damit wir da hinkommen. Fahren wir schnell hin, dann sind wir leider ein, die beim Arbeiten. So. Visite. Ah, da hinten ist er. Falsche Richtung, schau. Schießt entlang. Mit den Deutz. Jo, mit den Deutz. Einwandfrei. So. Liegt so, so ist er. Sauber, so wie. Und das setzt so eine Schluglehe. Noch mal wenig schlecht. So, können wir doch nichts. Oh, da wächst du schon fleißig, unser Mais. Das ist gut. Gut. Oh. So. Klappt mal raus. Ich hab das. Oh. Da was. Schmeiß mal den Nebel wieder um. Zapfen, ne? Einwandfrei, das läuft. Was muss nun da? Da geht's
rein ins nächste frische Grenier. So, wenn man sieht, jetzt haben wir schon ziemlich die letzte Bahn, glaube ich, durchgeführt, schon die letzte Bahn, oder? Ah, fast. Ja, einmal noch, zweimal. Ja, gar nicht mehr nachgefunden, naja. Nehmen wir dann nochmal die zwei Wipfel mit, die wir dann noch herumstellen. Und dann war es das auch schon wieder mit meinen. Einmal frei. Und ich glaube gleich. Genau. Gut. Nein. Machen wir uns dann wieder auf den Heimweg. Nein, stammtragsmäßig. Schaut gut aus. Ja. Da fällt sich auf jeden Fall nichts. Da kann man nichts sagen.
Dann machen wir die Mauerwerke nochmal sauber. Und nachher kann man es Und auch dann schon was wieder. ist? Oh, und Halle eine Stelle. Und auf den nächsten Einsatz warten. Oh, dann wird es wahrscheinlich nächsten Sonntag voraussichtlich weitergehen mit den Wänden. Und ja, vielleicht dann auch schon mal mit dem Schwaden vom Sill und Evo noch mal schauen. Kommen wir dann drauf an, wie wir das aufteilen. Aber genau. Hat auf jeden Fall passt, kann man nichts sagen. Ja. Dann lassen wir den Kollegen holen. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Dabei geht's dann in Richtung Ostern zu. Jo, einwandfrei. Genau. Dann sehen wir uns und bis dahin macht es gut. Viel Recht. Servus.